beginnt jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölwe-Richter und Maybrit Illner. Einen schönen guten Abend. Noch nie hatten sich 8,5 Millionen New Yorker so auf eine Katastrophe vorbereitet. Hunderttausende packten ihre Koffer und zogen in Notunterkünfte. Die drei Flughäfen wurden geschlossen. Keine U-Bahn fuhr mehr, kein Bus, alle Geschäfte dicht. Der Times Square, der Broadway, die Stadt war schlicht menschenleer. In Erwartung von Irene. Und dann kam Irene, der erste Hurrikan der Saison, und hat bisher glücklicherweise viel weniger zerstört, als man befürchtete. Dass always be prepared, immer auf alles vorbereitet sein, trotzdem kein schlechtes Motto war, darüber berichtet Christoph Röckerath. Wassersport auf dem Times Square. Was Sie im warmen, tropischen Regen machen, entspricht so gar nicht dem Ernst der Lage. New York ist einfach speziell, selbst im Angesicht eines herannahenden Hurrikans. Doch ansonsten wirkt die Metropole die ganze Nacht über wie eine Geisterstadt in Erwartung einer Katastrophe. Noch am späten Abend warnt der Bürgermeister. Dieser Sturm kann Sie töten, wenn Sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und tatsächlich schlägt Irene am frühen Morgen zunächst auf mit Wucht. Die Flut bahnt sich ihren Weg in Long Beach, östlich von New York City. Wind und Wellen reißen dieses Strandhaus mit, das gegen eine Brücke kracht. Einige tiefgelegene Straßen werden überflutet, vereinzelt stürzen Bäume um. Doch dabei bleibt es im Großen und Ganzen. Am Mittag ist der Spuk bereits vorbei. Sie haben uns aufs Schlimmste vorbereitet, aber das ist nicht eingetreten. Das ist gut. Da hinten die Bäume. Schlimmer wird's nicht. Wenn das wirklich alles war, dann ist das großartig. Auf dem Weg entlang der Ostküste in Richtung New York hat Irene teilweise erhebliche Schäden angerichtet. Mehr als 65 Millionen Menschen galten als gefährdet. Dennoch bleibt das Ausmaß hinter den schlimmsten Erwartungen zurück. So sind zwar Hunderttausende betroffen von Stromausfällen, aber das liegt auch daran, dass die meisten hier immer noch durch altmodische Überlandleitungen versorgt werden. Begleitet wird der Sturm von einer besonders aufgeregten Berichterstattung im US-Fernsehen. Reporter gehen runter zum Wasser, wenn das nicht nach oben kommt. Und im Internet macht dieser Mitschnitt die Runde. Der Reporter kann sich im Sturm scheinbar kaum auf den Beinen halten, die Katastrophe beschwörend, während im Hintergrund ein paar Flitzer leichtfüßig zeigen, was sie von dieser Art Panikmache halten. Entwarnung, jetzt auch offiziell. Vor wenigen Minuten bedankt sich New Yorks Bürgermeister bei den Mitarbeitern des Krisenzentrums. Gott war heute lieb zu uns. Und auf dem Times Square herrscht schon wieder dichtes Gedränge. Ein Sonntag, wie er sein soll, in New York City. Nach Deutschland. Ein Sturm verbaler Art bläst der Bundeskanzlerin und dem Außenminister gerade.